Warum gerate ich immer an die falschen Typen? Hi, mein Name ist Doris Kamadeva und ich bekomme fast täglich tatsächlich diese bestimmte Frage gestellt. Warum gerate ich immer an die falschen Typen? Und es gibt ganz, 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 ganz viele, unendlich viele verschiedene Erklärungen dafür. Manche habe ich schon mal erklärt, manche habe ich noch nicht erklärt. Heute möchte ich eine weitere hinzufügen. Und zwar geraten Frauen, aber auch Männer immer an die falschen Partner, weil sie sich nicht in den Partner verlieben, sondern in die Idee, eine Beziehung zu haben. Das heißt, sie sind einsam, sie sind unzufrieden, sie hätten gern jemanden, mit dem sie ihre Zeit verbringen können, mit dem sie eine intime Beziehung fühlen können, mit dem sie sich nahe fühlen und so weiter und so weiter. Das kann ich alles sehr gut verstehen. Sie wollen das aber so gerne, dass sie sich, sobald jemand auftaucht, der ungefähr, und da meine ich wirklich nur ungefähr, ganz, ganz grob, diesen Rahmenbedingungen entspricht. Das könnte zum Beispiel sein, dass er ein Mann ist und nett zu dir war. Das reicht manchmal schon aus für Frauen, um zu sagen, oh, der ist aber so toll und so weiter. Und dann entstehen Gefühle. Das sind echte Gefühle, aber eben nicht Gefühle gegenüber dem Mann, sondern gegenüber der Idee, eine Beziehung zu führen. Und das ist ein grundlegender Unterschied, denn wenn ich verliebt bin in die Idee, eine Beziehung zu führen, dann ist es relativ egal, mit wem ich eine Beziehung führe, denn das Verliebtsein bezieht sich ja nicht auf diese Person, sondern auf das, was wir miteinander haben könnten. Jetzt könnte man sagen, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, denn es geht ja generell darum, das, was man miteinander hat. Ja und nein, denn oftmals kommt es dann vor, dass wenn die erste Verliebtheitsphase vorbei ist, dass dann eben das Gefühl nicht in Liebe übergeht, sondern eben in Enttäuschung übergeht. Und das ist natürlich eine Sache, die generell eher unpraktisch ist, weil dann nämlich die Enttäuschung doppelt groß ist. Denn man hatte ja in Anführungszeichen schon etwas und das ist dann auch, ja, das ist dann auch noch einem weggenommen worden. Das heißt, man hat erst etwas bekommen, hat sich da ganz fest dran festgehalten und das wurde einem weggenommen. Das ist viel schlimmer, als wenn man es gar nicht erst gehabt hätte. Das ist genauso, als ob ich dir jetzt 100 Euro gebe, ich schenke sie dir und dann nehme ich dir wieder 50 Euro weg davon. Dann hast du zwar immer noch 50 Euro plus, aber du fühlst dich trotzdem schlecht, weil du ja quasi 50 Euro verloren hast. Deswegen, frag dich einfach mal, ob du vielleicht beim nächsten Mal, wenn du irgendwie dir nicht sicher bist, ob der Mann der Richtige ist, ob du verliebt darin bist, in die Idee, mit ihm eine Beziehung führen zu können, oder ob du tatsächlich verliebt in die Person bist, weil dich diese Person so begeistert. Ich hoffe, dieser Gedankengang wird dich ein wenig unterstützen in deiner nächsten Entscheidungsfindung oder Beziehungsfindung. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video eine positive Bewertung gibst, wenn du meinen Kanal abonnierst und wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.